Christian und Christiane, ein junges Ehepaar. Sie können nur das Wochenende miteinander verbringen, denn Christian ist noch bei der Bundeswehr. Belastend für ihre Ehe ist, dass sie noch bei Christianes Eltern wohnen. Aus finanziellen Gründen möchte Christiane die Drogistenprüfung vorzeitig ablegen. Und sie hat sich mit Stefan angefreundet, mit dem sie jetzt zusammen die Fahrschule besucht. Telefon. St. Georgs Drogerie, guten Tag. Die Chefin? Ja, Moment bitte. Frau Paukner, die Industrie- und Handelskammer. Einen Moment bitte. Das ist bestimmt wegen der Prüfung. Ja, bitte. Ach, Sie sind Herr Berger, guten Tag. So. Nein, keine Bedenken. Der letzte Notendurchschnitt. 2,4. 2,4. Ja, gut. Ist das verbindlich? Wird noch schriftlich bestätigt. Vielen Dank, Herr Berger. Wiedersehen. Also, du bist zur vorzeitigen Abschlussprüfung zugelassen. Klasse, vielen Dank. Aber jetzt fleißig sein, nicht wochenlang mit den Berichten nachhängen. Na klar. So. Hat geklappt. Ich gratuliere. Mann, mir fällt ein Stein vom Herzen. Darf ich mal sehen? Darf ich mal sehen? Aha, ihr kommt mit in mein Büro. Vielen Dank, Frau Merz. Gut gemacht. Lass doch, Brunner. Das ist doch längst sauber. Die Kamera ist wichtiger. Wenn die morgen bei der Inspektion nicht in Ordnung ist, ist der Teufel los. Dann kannst du den Alten mal ungemütlich erleben. Die hätten wir schon lange zur Reparatur bringen sollen. Damit sie dann ein Vierteljahr weg ist? Nee. Wir sind so schon knapp genug. Glaub nicht, dass ich die wieder hinkrieg. Trau dir doch mal was zu, Brunner. Die Spiegelreflex neulich hast du in 2 Minuten wieder in Ordnung gehabt. Na, reiner Zufall, Herr Stabsunteroffizier. Unsinn, Brunner. Du kannst eine ganze Menge. Also los, ran. Kannst ja mal versuchen. Dein Vorgänger war auch nur Laborant. Aber der hatte den Durchblick. Weißt du, was der gemacht hat? Nee. Der hat eine Fotografenlehre gemacht nach dem Bund. Das hat Zukunft. Die Labors werden ja sowieso immer mehr automatisiert. So. Wir sehen uns dann nach dem Essen. Mhm. Was gibt's denn? Weiß ich nicht, der Kantinenplan ist weg. Schon wieder?
Also, ich finde keine Worte, Sonja. Hast du mein Taschentuch? Ja, hier. Ich hätte dir das Geld doch gegeben, oder habe ich dir jemals einen Wunsch abgeschlagen? Hm? Bitte sag Mami nichts davon. Es geht nicht, Sonja. Warum denn nicht? Sie erfährt's ja doch. Spätestens, wenn die Vorladung vom Jugendamt kommt. Aber du brauchst es ihr doch nicht gleich heute zu sagen. Also gut. Aber lange verheimlichen kann ich's nicht. Danke. Ich werde es ihr schon irgendwie schon beibringen. Und du versprichst mir, sowas nie wieder zu tun, ja? So, nach diesem Stress werden wir uns erstmal körperlich entspannen. Was? Was meinst du damit? Ah, dreimal darfst du raten. Wie spät ist es? Kurz nach 12. Warum? Wo warst du denn so lange? Was soll denn das, Mutti? Ich bin doch kein kleines Kind mehr. Ich bin verheiratet. Da kannst du mir nicht sagen, wo du warst. Nach der Fahrstunde hatten wir noch Theorie und dann bin ich mit Stefan in die Disco. Mitten in der Woche? Ja, wieso nicht? Na, weil ich dich dann morgens wieder nicht aus dem Bett kriege. Ach, so ein Quatsch. Lauf Platz. Was ist denn hier eigentlich los? Ich habe mir nur Gedanken gemacht, weil sie noch nicht da war. Dann machst du es ihr wirklich schwer, erwachsen zu werden. Ja, Herr Brunner? Was ist denn? Ja? Ja, ist gut, Alfred. Um 7 Uhr. Nein, ich fahre lieber selbst. Du brauchst mich nicht abzuholen. Also bis nachher. Tschüss. Was will denn der schon wieder von uns, Lilo? Sicher wegen der Scheidung von seiner Neuen. Lass dich bloß nicht wegen der Unterhaltszahlung für die Kinder beschwatzen. Kommt gerade noch so weit, dass wir dem seine Weibergeschichten finanzieren. Mutter, ich weiß, was ich tue. Wo trefft ihr euch denn? Im Löwen. Euer altes Stammlokal? Geschmackloser ging's wohl nicht. Also bitte, Mutter. Schon schlimm genug, dass Christians Hochzeit da war. Wirst sehen, der wird dich noch weich kriegen, damit er nicht mehr zu zahlen braucht. Ach was, vielleicht geht's auch um was ganz anderes. Die Vergrößerungen sind gerade mit dem Kurier gekommen. Hau die noch mit rein. Jetzt habe ich die Maschine gerade abgestellt. Tut mir leid, Brunner. Mit dem Dienstschluss um 2 ist heute Essig. Was? Ja. Die Bilder müssen Montag früh beim Stab sein. Ich mache jede Wette, es guckt sich keiner vor Dienstag an. Wahrscheinlich hast du recht. Aber da kann man eben nichts machen. Kommt das ja öfter vor, dass kurz vor Dienstschluss so wichtiges Material reinkommt? Nö, eigentlich nicht. Und wenn, dann nur vom Start.
gleich meine Frau anrufen. Vor 6 bin ich damit doch nie fertig. Ich helfe dir ja. Bist du da? Aha. Also was ist los? Na, eigentlich wollte ich dich zu mir zum Essen einladen. Erst was kochen und dann ein bisschen Theorie mit dir machen. Na und? Aber Maria ist heute mal wieder Frauengruppe und da ist mein Typ absolut nicht gefragt. Also gehen wir zu dir. Zu mir? Na klar, kochen wir eben bei dir Spaghetti. Spaghetti? Mit Soße à la Stefan. Okay? Na ja. Gibt's irgendwelche Probleme? Ich hab alles dabei. Ich brauch nur noch 2 Töpfe, Wasser und eine Prise Salz. Hm? Okay. Das maximale Zulassungsgewicht für Anhänger? 1 Gramm oder Tonnen? Stefan, du bestehst die Prüfung nie. Christiane, Telefon. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass du Besuch hast. Das ist Stefan, der macht Spaghetti mit einer ganz tollen Soße. Sein Rezept. Guten Abend. Guten Abend. Christian ist am Apparat. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Ich rufe ja schon die ganze Zeit, aber wenn ihr alle Türen zu habt... Wollen Sie mal probieren? Danke. Du, wir sind doch schon früher fertig geworden. Ich bin jetzt im Pforzheim, so 2, 2,5 Stunden bin ich da. Du, ich hab Besuch. Hallo? Hallo? Was wollt ihr denn? Alles in Ordnung, er ist bald da. Na, dann schick mal deinen Koch schnell wieder nach Hause. Warum? Also Hans, deine Bohnen sind mal einfach spitze. Die habe ich nicht mehr in Jugoslawien so bekommen. Hat sie noch geschmeckt, Frau Brunner? Ja, danke sehr. Freut mich, dass ihr den Weg mal wieder zu mir gefunden habt. Ja, warum sollen wir nicht mehr wieder in unser altes Stammlokal gehen? Auch wenn wir geschieden sind, nicht wahr, Nadine? Na ja, schon, aber bei dir, da weiß ich nie, was dahinter steckt. Ja, so schlimm ist er auch wieder nicht. Guten Appetit. Danke. Hm, hast du es gehört? Ich weiß nicht, was du mir von mir denkst. Natürlich habe ich Fehler gemacht, das gebe ich auch zu. So? Ja, weil ich mich zum Beispiel nach Unterscheidung zu wenig um die Kinder gekümmert habe. Wenn einem das klar wird, kann man dein Verhalten ändern, oder nicht? Sagst du das jetzt, weil dir deine zweite Frau weggelaufen ist? Ach, was? Oder soll das ein Annäherungsversuch sein? Lotti, bitte. Weißt du, Alfred, bis vor kurzem, da wäre ich sehr froh gewesen, wenn du wieder zurückgekommen wärst, schon wegen der Kinder. Aber jetzt, ich kann mir das einfach nicht mehr vorstellen. Kinder ohne Vater. Christian ist verheiratet und mit Sonja komme ich schon alleine zurecht. Eben nicht. Deswegen habe ich dich ja zum Essen eingeladen. Also habe ich es mir doch gedacht. Red nicht lange rum, sag, was los ist. Sonja. Ja, was ist mit Sonja?
Ja, was denn? Sie hat geklaut. Im Kaufhaus. Und sie ist dabei erwischt worden. Was? Ja, Sonja. Ist mein Bruder nicht da? Nein, noch nicht. Er kommt heute später. Ach so. Und Christiane? So. Gut, danke. Hallo, Sonja. Hallo, Christiane. Namens Stefan. Hi. Ihr kennt euch? Ihr kennt doch alle auf unserer Schule. Siehst du, habe ich doch gesagt. Bekannt in Freiburg und Umgebung. Christiane, ihr müsst mir helfen. Ich traue mich nicht nach Hause. Papa hat Mami alles erzählt. Wieder ein Dama draus, ich bitte dich. Und du verharmlost natürlich mal wieder alles typisch. Sie kommen vors Jugendgericht. Na, wollen wir erst mal abwarten. Ich finde das unerhört von dir, dass ich das erst jetzt erfahre. Du hättest sofort zu mir kommen müssen. Ach komm, werde ich wieder hysterisch. Danke fürs Abendessen. Was macht denn der Typ hier? Guten Abend. Hallo Sonja, was ist los? Ich möchte heute Nacht hierbleiben, kann ich? Ja klar kannst du, aber erzähl mal, was los ist. Nein, erst euer Ehrenwort, dass ich hierbleiben darf. Machst du es wieder spannend. Ehrenwort? Ehrenwort. Auch deins. Ehrenwort. Also, was ist los? Ich habe im Kaufhaus einen Pulli geklaut. Was? Wie bist du denn darauf gekommen? Naja, weil ich das losgezogen habe. Was denn für ein Los? Ach, in unserer Clique muss jeder eine Mutprobe machen. Und das wird ausgelost. Die anderen gehen dann mit und gucken zu. Sondern ihr seid doch nicht ganz dicht. Bisher hat's nur Papa gewusst. Aber er hat sich heute mit Mutti zum Essen getroffen. Du sei doch vernünftig, Lieselotte, bleib hier. Die kommt schon von allein zurück. Es ist besser so, wenn ich jetzt gehe, glaub mir. Ach, Quatsch. Na, lass mal. Tut mir leid, Stefan. Okay, okay. Na, ist er weg? Ja. Also, du schläfst heute Nacht hier und morgen früh fahren wir zusammen nach Hause und ich rede mit Mutti. Bis dann wird sie sich ja abgeregt haben. Ist gut. Sieht aber lecker aus. Schmeckt auch. Hast du sicher noch nie gegessen. Sonja, du auch? Nee, ich möchte nicht. Kann ich mich ein bisschen hinlegen? Ich habe irre Kopfschmerzen. Ja, klar, mach doch.
Aber schmeckt denn das? Toll, was? Echt gut. Erdnussmark. Wie bist du denn darauf gekommen? Hat Stefan gekocht. Ach, jetzt schmeckt sie wohl nicht mehr. Das ist der Beweis für deine Vorurteile. Du, ich hab nichts gegen den Typen. Aber ich will wissen, warum der hier ist und warum der hier kocht. Wir gehen doch zusammen in die Fahrschule. Ach so, erklärt ja alles. Ach, jetzt fang du nicht auch noch an. Lotte, du? Was machst du denn hier? Na, Margot, ist meine Tochter hier? Ja, sie ist oben bei den beiden. Mutti, was machst du denn hier? Ist Sonja hier? Ja, aber die schläft schon. Jetzt, sie kommt jetzt sofort mit nach Hause. Ja, warum denn? Lass sie doch, sie ist ziemlich fertig. Ja, meinst du etwa ich nicht? Du, es ist wirklich besser, wenn wir darüber morgen reden. Was geht dich das denn an? Sie kommt jetzt sofort mit nach Hause. Wir haben unser Ehrenwort gegeben, dass sie bei uns bleibt. Das ist so ein Blödsinn. Christiane, mach sofort die Tür auf. Nein! Margot, das kannst du doch nicht zulassen. Du sollst sofort die Tür aufmachen. Hörst du, Christiane? Sag mal, seid ihr denn verrückt geworden? Das ist immer noch mein Haus. Ihr könnt hier nicht machen, was ihr wollt. Merkt euch das ein für alle Mal. Das hättest du jetzt nicht sagen sollen. Wenn wir hier nicht mehr das Recht haben, die Tür abzuschließen und tun und lassen zu können, was wir wollen, dann müssen wir leider ausziehen. Bitte, bitte, ich hindere dich nicht daran. Jetzt habe ich aber die Nase voll von euren dauernden Bevormundungen. Ständig wird einem in alles reingeredet. Wie lange wir schlafen, was wir kochen, was wir einkaufen, wer zu Besuch kommt. Das ist ja nicht zum Aushalten. Morgen suchen wir uns eine eigene Wohnung. Dann habt ihr uns hier gesehen. So ein Theater. Wollte ich dich zu mir zum Essen einladen. Erst was kochen und dann ein bisschen Theorie mit dir machen. Na und? Aber Maria ist heute mal wieder Frauengruppe und da ist mein Typ absolut nicht gefragt. Also gehen wir zu dir. Zu mir? Na klar, kochen wir eben bei dir Spaghetti. Spaghetti? Mit Soße à la Stefan. Okay? Na ja. Gibt's irgendwelche Probleme? Ich hab alles dabei. Ich brauch nur noch zwei Töpfe, Wasser und eine Prise Salz. Hm? Okay.
Und das maximale Zulassungsgewicht für Anhänger? Ein Gramm oder Tonnen? Stefan, du bestehst die Prüfung nie. Christiane, Telefon. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass du Besuch hast. Das ist Stefan, der macht Spaghetti mit einer ganz tollen Soße. Sein Rezept. Guten Abend. Guten Abend. Christian ist am Apparat. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Ich rufe ja schon die ganze Zeit, aber wenn ihr alle Türen zu habt. Wollen Sie mal probieren? Danke. Du, wir sind doch schon früher fertig geworden. Bin jetzt im Pforzheim, so 2, 2,5 Stunden bin ich da. Du, ich hab Besuch. Hallo? Hallo? Was wollt ihr denn? Alles in Ordnung, er ist bald da. Na, dann schick mal deinen Koch schnell wieder nach Hause. Warum? Also Hans an der Bodensee-Bahn. Typisch. Sie kommen vors Jugendgericht. Na, wollen wir erst mal abwarten. Ich finde das unerhört von dir, dass ich das erst jetzt erfahre. Du hättest sofort zu mir kommen müssen. Ach komm, werde ich wieder hysterisch. Danke fürs Abendessen. Was macht denn der Typ hier? Guten Abend. Hallo Sonja, was ist los? Ich möchte heute Nacht hierbleiben, kann ich? Ja klar kannst du, aber erzähl mal, was los ist. Nein, erst euer Ehrenwort, dass ich hierbleiben darf. Machst du es wieder spannend. Ehrenwort? Ehrenwort. Auch deins. Ehrenwort. Also, was ist los? Ich habe einen Kaufhaus im Pulli geklaut. Was? Wie bist du denn darauf gekommen? Naja, weil ich das losgezogen habe. Was denn für ein Los? Ach, in unserer Clique muss jeder eine Mutprobe machen. Und das wird ausgelost. Die anderen gehen dann mit und gucken zu. Sondern ihr seid doch nicht ganz dicht. Bisher hat's nur Papa gewusst. Aber er hat sich heute mit Mutti zum Essen getroffen. Sei doch vernünftig, Lieselotte, bleib hier. Die kommt schon von allein zurück. Es ist besser so, wenn ich jetzt gehe, glaub mir. Ach, Quatsch. Na, lass mal. Tut mir leid, Stefan. Okay, okay. Christiane? Ja?
du eigentlich, wie spät es ist? Kurz nach 12 Uhr. Wo warst du denn so lange? Was soll denn das, Mutti? Ich bin doch kein kleines Kind mehr. Ich bin verheiratet. Da kannst du mir nicht sagen, wo du warst. Nach der Fahrstunde hatten wir noch Theorie und dann bin ich mit Stefan in die Disco. Mitten in der Woche? Ja, wieso nicht? Na, weil ich dich dann morgens wieder nicht aus dem Bett kriege. Ach, so ein Quatsch. Platz. Was ist denn hier eigentlich los? Ich habe mir nur Gedanken gemacht, weil sie noch nicht da war. Dann machst du sie wirklich schwer, erwachsen zu werden. Ja, Herr Brunner? Was ist denn? Ja? Ja, ist gut, Alfred. Um 7 Uhr. Nein, ich fahre lieber selbst. Du brauchst mich nicht abzuholen. Also bis nachher. Tschüss. Was will denn der schon wieder von uns, Lilo? Sicher wegen der Scheidung von seiner Neuen. Lass dich bloß nicht wegen der Unterhaltszahlung für die Kinder beschwatzen. Kommt gerade noch so weit, dass wir dem seine Weibergeschichten finanzieren. Mutter, ich weiß, was ich tue. Wo trefft ihr euch denn? Im Löwen. Euer altes Stammlokal? Geschmackloser ging's wohl nicht. Also bitte, Mutter. Schon schlimm genug, dass Christians Hochzeit da war. Wirst sehen, der wird dich noch weich kriegen, damit er nicht mehr zu zahlen braucht. Ach was, vielleicht geht's auch um was ganz anderes. Jetzt schmeckt sie wohl nicht mehr. Das ist der Beweis für deine Vorurteile. Du, ich hab nichts gegen den Typen. Aber ich will wissen, warum der hier ist und warum der hier kocht. Wir gehen doch zusammen in die Fahrschule. Ach so, erklärt ja alles. Ach, jetzt fang du nicht auch noch an. Du? Was machst du denn hier? Margot, ist meine Tochter hier? Ja, sie ist oben bei den beiden. Mutti, was machst du denn hier? Ist Sonja hier? Ja, aber die schläft schon. Jetzt, sie kommt jetzt sofort mit nach Hause. Ja, warum denn? Lass sie doch, sie ist ziemlich fertig. Ja, meinst du etwa ich nicht? Du, es ist wirklich besser, wenn wir darüber morgen reden. Was geht dich das denn an? Sie kommt jetzt sofort mit nach Hause. Wir haben unser Ehrenwort gegeben, dass sie bei uns bleibt. Du, so ein Blödsinn. Christiane, mach sofort die Tür auf. Nein! Margot, das kannst du doch nicht zulassen. Du sollst sofort die Tür aufmachen. Hörst du, Christiane? Sag mal, seid ihr denn verrückt geworden? Das ist immer noch mein Haus. Ihr könnt hier nicht machen, was ihr wollt. Merkt euch das ein für alle Mal. Das hättest du jetzt nicht sagen sollen. Wenn wir hier nicht mehr das Recht haben, die Tür abzuschließen und tun und lassen zu können, was wir wollen, dann müssen wir leider ausziehen. Bitte, bitte, ich hindere dich nicht daran. Jetzt habe ich aber die Nase voll von euren dauernden Bevormundungen. Ständig wird einem in alles reingeredet. Wie lange wir schlafen, was wir kochen, was wir einkaufen, wer zu Besuch kommt. Das ist ja nicht zum Aushalten. Morgen suchen wir uns eine eigene Wohnung. Dann habt ihr uns hier gesehen. So ein Theater.
meistens ist der Teufel los. Man kann es den Alten mal ungemütlich erleben. Hätten wir schon lange zur Reparatur bringen sollen. Damit sie dann ein Vierteljahr weg ist? Nee, wir sind so schon knapp genug. Glaub nicht, dass ich die wieder hinkrieg. Trau dir doch mal was zu, Brunner. Die Spiegelreflex neulich hast du in 2 Minuten wieder in Ordnung gehabt. Na, reiner Zufall, Herr Stabsunteroffizier. Unsinn, Brunner. Du kannst eine ganze Menge. Also los, ran. Kannst ja mal versuchen. Dein Vorgänger war auch nur Laborant. Aber der hatte den Durchblick. Weißt du, was der gemacht hat? Nee. Der hat eine Fotografenlehre gemacht nach dem Bund. Das hat Zukunft. Die Labors werden ja sowieso immer mehr automatisiert. So. Wir sehen uns dann nach dem Essen. Mhm. Was gibt's denn? Weiß ich nicht, der Kantinenplan ist weg. Schon wieder? Also, ich finde keine Worte, Sonja. Hast du mein Taschentuch? Ja, hier. Ich hätte dir das Geld doch gegeben, oder? Habe ich dir jemals einen Wunsch abgeschlagen? Hm? Bitte sag Mami nichts davon. Es geht nicht, Sonja. Warum denn nicht? Sie erfährt's ja doch. Spätestens, wenn die Vorladung vom Jugendamt kommt. Aber du brauchst es ihr doch nicht gleich heute zu sagen. Also gut. Aber lange verheimlichen kann ich's nicht. Danke. Ich werde das hier schon irgendwie schon ein paar bringen. Und du versprichst mir, sowas nie wieder zu tun, ja? So, nach diesem Stress werden wir uns erstmal körperlich entspannen. Was? Was meinst du damit? Ah, dreimal darfst du raten. Da, da, da. Er hat's nur Papa gewusst. Aber er hat sich heute mit Mutti zum Essen getroffen. Sei doch vernünftig, Lieselotte, bleib hier. Die kommt schon von allein zurück. Besser so, wenn ich jetzt gehe, glaub mir. Ach, Quatsch. Na, lass mal. Tut mir leid, Stefan. Okay, okay. Na, ist er weg? Ja. Also, du schläfst heute Nacht hier und morgen früh fahren wir zusammen nach Hause und ich rede mit Mutti. Bis dann wird sie sich ja abgeregt haben. Ist gut. Sieht aber lecker aus. Schmeckt auch. Hast du sicher noch nie gegessen. Sonja, du auch? Nee, ich möchte nicht. Kann ich mich ein bisschen hinlegen? Ich habe irre Kopfschmerzen. Ja klar, mach doch. Aber schmeckt denn das? Toll, was? Echt gut. Erdnussmark. Wie bist du denn darauf gekommen? Hat Stefan gekocht. Ach, jetzt schmeckt sie wohl nicht mehr. Das ist der Beweis für deine Vorurteile. Du, ich hab nichts gegen den Typen. Aber ich will wissen, warum der hier ist und warum der hier kocht. Wir gehen doch zusammen in die Fahrschule. Ach so, erklärt ja alles. Ach, jetzt fang du nicht auch noch an.
Lieselotte, du? Was machst du denn hier? Na, Margot, ist meine Tochter hier? Ja, sie ist oben bei den beiden. Mutti, was machst du denn hier? Ist Sonja hier? Ja, aber die schläft schon. Jetzt, sie kommt jetzt sofort mit nach Hause. Ja, warum denn? Lass sie doch, sie ist ziemlich fertig. Ja, meinst du etwa ich nicht? Du, es ist wirklich besser, wenn wir darüber morgen reden. Was geht dich das denn an? Sie kommt jetzt sofort mit nach Hause.